Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Blossom Tales 2. Heute geht's wirklich mal zu Oma. Das habe ich ja beim letzten Mal schon angekündigt. Ich habe mich ja hier wirklich eine ganze Weile damit beschäftigt, überall rumzurennen, Quests zu machen. Das gehört ja auch dazu. Aber heute wieder ein bisschen Zug zum Tor. Wir gehen zu Oma, nachdem ich hier diese Höhle genauer angeguckt habe. Das war ja auch der Punkt, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich muss da irgendwie rüber. Los geht's. Na, das war super. Okay. Schnell, schnell, schnell. Ui! Man hat gar nicht so viele Optionen hier. Eigentlich kann man nur ein einziges Timing erwischen. Wow. Und schnell weiter, 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 weiter. Ach du Kacke. Was ist das denn? Nein, nein. Aber gut. Das ist in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Oh, ich war so im Flow. Nein, Lilly. Noch nicht. Jetzt. Mal ganz kurz kann man warten, aber wirklich nicht lange. Oh, Schatztruhen. Money, money, money. Aber auch wieder nur Geld. Was auch sonst. Ja, gut. Immerhin ein bisschen Kohle eingestrichen. Ich habe auch eine ganze Menge jetzt, ne? Ich habe 1554 Gold. Das ist richtig viel. Und jetzt muss ich irgendwie zu Omi. Ich könnte wahrscheinlich nach unten, ne? Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich bin ja schon unten. Ich bin ja schon in der Nähe vom Blütental und ich muss nach oben. Dann kann ich mal hier lang. Und dann schauen wir mal, ob wir bei Oma rauskommen. Und schaut mal, da ist schon wieder so ein Riesenstein. Oh! Und so eine Musiktür. Ah, Schippe. Und jetzt spielen wir hier gleich noch die Melodie. Die ich natürlich wieder vergessen habe, deswegen muss ich nachgucken. Runter, links, rechts, runter. Ist halt immer so, wenn ein paar Tage zwischen den Aufnahmen liegen, dass ich natürlich nicht mehr weiß, wie der Song geht. Geht's nur mir so? Okay. Da haben wir Sachen zum Aktivieren, die ganzen Schalter. Wie soll ich denn die ankriegen? Die haben bestimmt auch einen Timer. Oh, na super. Oh, die bleiben ja nur richtig kurz an. Okay. Womit kann man das machen? Wahrscheinlich wieder Bomben, oder? Oh, nee. Bomben sind auch wirklich eine schlechte Idee. So weit kommen die gar nicht, ne? Hm. Jojo wird, glaube ich, nicht regeln, oder? Ah, vielleicht doch. Ja, wobei, nee. Ich glaube, das sieht aus wie ein Pfeil für einen Boomerang. Oder? Wie soll man das denn hinkriegen? Boah. Nee. Wie soll denn das gehen? Boah, kann man erstmal einmal drei aktivieren und dann nochmal drei? Ja, meine Energie ist wieder alle. Oh, also so geht das und dann auf der anderen Seite nochmal genauso. Oder einmal eine Bombe? Ach nee, aber die Bombe reicht ja nicht, ne? Habe ich ja schon probiert. Die kriege ich nicht so geworfen. Oh. Lilly. Das machen wir anders. Ich will nochmal gucken. Ah, nee. Passt so nicht. Ach, komm. Stell mich gerade ein bisschen zu breit an. Mann, Lilly, nicht runterfallen. Oh, aber wie soll man das schaffen? Kriege ich da vielleicht noch irgendein Item? Sieht so aus, oder? Das kann doch nicht sein, dass ich das damit machen muss. Ah, oder doch? Nein! Ah, das sah gar nicht so schlecht aus, finde ich. Ach, komm. Nochmal. Ich muss erstmal stehen bleiben. So, runter. Och, Lilly, nicht immer abstürzen. Und ja, ich weiß, ich sitze vorm Rechner. Aber das ist egal. Lilly kann ruhig mal ein bisschen mitarbeiten.
Ah, nein. Nochmal. Och, komm. War aber schon nicht schlecht, oder? Ich muss wieder warten, bis die Energieanzeige voll ist. Ich fange wieder mit der linken Seite an. Wenn es denn soweit ist. Na komm. Ah, da ist drüben schon wieder aus. Kann das überhaupt wirklich reichen? Nee, oder? Das kann nicht reichen. Meine armen Lebenspunkte. Da ist der Rest schon wieder aus. Haben die eine bestimmte Zeit, wie lange die an sind? Also es sind circa 5 Sekunden, ne? Die sind alle gleich lang an. Ja gut, der wird zweimal erwischt. Boah. Also er fehlt mir jetzt gerade die Idee. Weil ich habe hier halt auch nicht so viel. Wobei, Moment. Nee, doppelter Schaden hilft nicht. Cool, Elixier. Boah, was könnte denn da helfen? Weil der Teleporter ist ja jetzt auch nicht hilfreich. Der bringt mir ja nichts. Hm. Oder kann das klappen? Also, das ist so knapp. Und warum reicht das immer nach unten nicht mehr? Oh, ey, ich versteh's nicht. Oh, nee, das kann nicht reichen. Habt ihr das gesehen? Das war genau in der Zeit. Es reicht nicht. Was soll ich denn da machen? Was soll ich da machen? Und dann versau ich mal ein. Mindestens. Na, vor allen Dingen die Flamme hier irritiert mich halt auch ein bisschen. Warum ist denn hier so eine Flamme? Mit dem Pfeil kann ich ja hier nichts regeln. Oder geht die Tür einfach auf? Also so schnell geht das nicht. Oder einmal Bumerang und dann Pfeile? Das würde auch nicht reichen. Ich treffe ja auch nicht, ne? Wie schnell ist denn das Jojo? Also das wäre schon knapp, ne? Und vor allen Dingen kostet das richtig, richtig Ausdauer. Hm. Also mir fehlt wirklich die Idee. Wahrscheinlich gibt es noch irgendein Item und ich hab's einfach noch nicht. Oh Mann, das ärgert mich so. Das ärgert mich gerade richtig. Weil ich irgendwie nicht wahrhaben will, dass das hiermit nicht geht. Aber der Teleporter hilft halt auch null. Oh, und Lilly stürzt sich gerne runter. Nee. Also das kann nicht klappen. Das kann nicht klappen. Das reicht nicht. Ich gehe wieder. Schade. Wirklich schade. Falls ihr wisst, wie man das hier lösen kann, lasst es mich bitte wissen. Das ist ja ganz schön frustrierend. Ich habe jetzt hier schon wieder einige Zeit mit verbracht, um nicht weiterzukommen. Aber Omi wartet. Das habe ich ja gesagt. Also gehen wir jetzt zu Omi. Hallo Schnecki. Tschüss Schnecki. Na. Schnecki ganz schön aggressiv unterwegs. Mit ihren Blubbelsten. Was gab's hier? Achso, das war Rob. Ja, Rob, ich bin tatsächlich die schnellste von allen.
bin ich? Ach so, ja, ich bin da unten. Habe ich noch ein Stück vor mir, wa? Wo komme ich denn da am besten lang? Muss ich da jetzt rechts lang? Oder wartet mal. Ich könnte ja auch einfach mal nach oben gehen, weil oben sind ja auch noch Teile von einem Gebiet, was ich nicht erkundet habe. Es sei denn, da geht es nicht weiter, aber das sehe ich ja dann. Also das habe ich jetzt noch, ne? Ja. Und ein Screen weiter wird schwierig. Ah, da ist der Blumenladen, genau. Ich bin ja gespannt, ob ich irgendwann noch eine Blume finde, die ich bisher nicht habe. So, und hier können wir mit dem Jojo lang. Oh, wer ist das denn? Die Bienenkönigin! Frau Ritterin, bitte rettet uns! Mach ich! Fiese Waschbären unterwegs! Ich denke mal zumindest, dass es Waschbären sein sollen hier. Aber die sahen eigentlich ganz süß aus. Hey! Ihr habt es geschafft! Ihr habt uns vor diesen furchtbaren Fellwellen gerettet. Leider haben sie bereits 10 Honigwaben aus unseren Bienenstöcken gestohlen. Bringt die 10 Honigwaben zu mir zurück, dann erhaltet ihr von mir eine süße Belohnung. Wie viele habe ich denn jetzt? Bitte, Frau Ritterin, bring uns die 10 gestohlenen Honigwaben zurück und eine süße Belohnung ist dir sicher. Die Fellbären verstecken sie wahrscheinlich an den unterschiedlichsten Orten. Wie viele habe ich? 3! Eieiei. Da fehlt ja noch ein bisschen was. Die werde ich dann hoffentlich hier in den Gebieten finden. Oh, ich habe da gerade links unten eine Statue gesehen. Wie komme ich denn da hin? Moment. Kann ich hier durch? Aha, das ist ja auch witzig gemacht. 3 von 6. Wahrscheinlich kann man die ganze Welt nochmal ablaufen. Jeden einzelnen Screen, um zu schauen, ob man wirklich jede Statue entdeckt hat. Jede Quest irgendwie gelöst hat. Ist schon umfangreich. So, ist hier was unter dem großen Felsen? Eine Kiste. Mit Geld. Okay. Mal gucken, ob da auch noch was drunter ist. Nö. Oh, was ist denn das? Nichts? Das war nichts. Der vergessene Wald. Du könntest dich verirren, aber das ist nur halb so schlimm. Blicke zu den Sternen empor, um den Weg zu finden. Muss ich da durch? Also Omi ist rechts von mir, aber ich kenne den Wald ja hier noch nicht. Ich glaube, dann gehe ich mal hier lang. Und verlaufen kann ich. Ey. Ich soll mich an den Sternen orientieren. Ich sehe aber keine Sterne. Oh, jetzt bin ich wieder rausgelaufen. Ich bin zweimal nach links gelaufen. Das war also nicht richtig. Oh, und da sind jetzt auch andere. Ist denn hier irgendwas zu sehen, wo man den Weg ableiten kann? Oh, gleich wieder rausgeflogen. Okay, also der erste Weg ist tatsächlich nach links und danach geht's woanders lang. Moment. Lassen die hier so eine Waben fallen? Nee. Ey. Also einmal links. Nochmal links ist nicht richtig, das haben wir ja gesehen.
links und unten. Oben ist dann falsch. Also das ist so ein bisschen ausprobieren. Also links unten oben war es nicht. Links unten links ist es auch nicht. Weg mit dir! Mann! Oh, alles voll! Okay, dann muss es links unten rechts sein. Man kann das ja hier im Uhrzeigersinn irgendwie... Oh, gegen den Uhrzeigersinn ist es ja, sorry. Ausprobieren. Links unten rechts. Und jetzt können wir mal oben probieren. Tatsächlich, links unten rechts oben. Herzteil. Wow. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das hier eigentlich noch weitergeht. Kann ich ja mal kurz ausprobieren. Ach nee, guckt mal. Damit hat sich der Wald erledigt. Gut. Schön. Den besten Loot abgestaubt. Einmal buddeln. Wer möchte die Diamanten haben? Diese Frage konnte ich bisher noch nicht beantworten. Oh, wer ist das denn? Hey, wer bist denn du? Steph, die Fischerin. Hallo, hast du Lust, im Teich zu angeln? Weißt du was? Du bringst mir ein paar Fische und ich gebe dir ein paar coole Items. Ich bin auf der Suche nach... Oha, nach 3 Fischen, von denen ich gar keinen habe. Und dann gibt's irgendein Getränk. Klasse. Glück gehabt da draußen. Hat einer angebissen? Nee. Jetzt müsste ich hier angeln, ne? Aber ich habe doch Dinge zu tun. Ui. Noch mehr Geld. Ich müsste einfach irgendwo schnell Fische kaufen gehen. Ich will doch zu Omi. Aber jetzt will ich ja halt auch wieder was machen. Ich bin so hin und her gerissen. Da war nichts. Da lag ein Stein vor. Ja, ich gehe mal kurz hier in die Höhle. Ach herrje, da ist es wieder. Mein übliches Problem. Gut, aber hier, den kann man ja nur nach da schieben. Weil nach oben kriege ich den nicht. Den anderen muss ich auch irgendwie hier mal kurz wegschieben. Ah, Moment. Die schiebe ich einfach nach unten. Das sieht doch, glaube ich, dann ganz gut aus. Weil die kommen nach oben. Aber erst den nach oben. Geht das? Moment. Ja, doch. Nee, wartet mal. Momentchen. Jetzt habe ich, glaube ich, schon wieder alles kaputt gemacht. Weil, wenn ich den jetzt hochschiebe... Naja, ich probiere mal kurz. So. Das ist nicht so, das war falsch. Geht nicht. Gut, anders. Kann ich den hier... Warte mal, wenn ich den hier zur Seite schiebe, ist auch nicht richtig, ne? Also der kommt auf jeden Fall nach oben. Heißt, ich schiebe erstmal ganz kurz den zuerst. Dann mache ich den. Okay, und jetzt kann ich den nächsten in die Mitte schieben. Okay, das sieht doch gut aus. Aber vorher muss der nach unten, sonst komme ich da nicht mehr lang. Tada! Vasen und eine riesengroße Truhe.
Oh, lass da bitte irgendwas drin sein, damit ich diese Höhle schaffen kann. Boah, wirkt die Truhe nur groß? Ich glaube, die wirkt sogar nur groß. Ein Herzteil. Gut, ich habe auf ein größeres Item gehofft. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Da hat jemand einen Schatz vergraben. So viel Geld. Was ist das? Kann ich eigentlich irgendwas machen? Wirklich, Pudding kann ich nicht. Aber ich habe auch nichts, was ich da einpflanzen kann. Ich weiß nicht, soll ich denn jetzt mal eine Runde angeln? Ich wollte doch zu Omi. Und ich kriege bei meinem Glück hier wieder nicht die Fische, die ich brauche. Aber ich muss es probieren. Ihr wisst doch, Zug zum Tor ist ja nur so eine Redewendung. Das ist doch schon mal so einer, ein Haifisch. Den brauche ich. Vielleicht ist ja wirklich das Becken voll von diesen Fischen, die sie braucht. Dann muss ich nur 9 Fische angeln. Ja, das ist auch so einer, ein Schleimfisch. Leider sind hier die Fischspots dann auch schon leer. Ein Pfeilfisch. Finde ich aber cool. Irgendwas, was ich schon kenne. War das gerade nur Glück mit den Fischen? Oh, eine Krabbe. Habe ich aber auch schon mal gehabt. Witzig. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Na? Also wahrscheinlich gibt es jetzt doch nicht alle Fische hier. So schön, wie es wäre. Und das ist zu weit weg. Skelettfisch. Ich möchte wieder diese tollen anderen Fische fangen. Ach, guckt mal, die Spawns sind wieder da. Da muss man vielleicht einfach ein paar Mal um den See herum angeln. Wäre ja auch okay. Jawohl. Wie soll ich denn da rankommen? Das kriege ich doch gar nicht hin. Hier, an der Kante eventuell? Zählt das? Das zählt nicht. Lilly, noch ein Millimeter. Oh. Vielleicht so? Jawohl. Aber war gar nicht der Richtige. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Wassertiefen einen Einfluss haben auf diese Fische hier, die man so fangen kann. Dann haben wir halt heute wieder den lustigen Angelspaß. Zweite. Hallo? Frech, diese Rieseninsekten hier. Könnte ich mal als Köder nehmen. Zählt das? Nein. Ach, das ist ja so ein Mitternachtsfisch, oder? Nee, wobei, der kann ja hier gar nicht geangelt werden. Das ist ja gar nicht der immergrüne Wald.
Wie viele brauche ich denn noch? Der schöne Teich hier ist mein Lieblingsplatz auf dieser Welt. Okay, also 4 von den roten, davon habe ich noch gar keinen. Und, okay, von dem Pfeilfisch oder was das war, oder dieser gelbe da. Ich brauche gar nicht den Pfeilfisch. Ist ja gar nicht der gewesen. Da habe ich mich vorhin verguckt. Hä? Ach Gott. Ich habe nicht gedrückt. Also manchmal bin ich auch Brain AFK. Mich gerade gewundert, warum der Fisch nicht anbeißt. Nicht vernünftig. Eine Sonnenschuppe. Sehr schön. Immer her damit. Zu kurz. Na super, Algen. Was auch sonst? Ich könnte auch tatsächlich auf den Steg. Da kommt man ja auch fast überall ran. Aber nur fast. Zu kurz. Davon brauche ich, glaube ich, 4. Ich brauche noch ein paar Sonnenschuppen. Wie viel Fisch ich einfach schon in der Tasche habe. Ich hoffe, der ist gut eingepackt. Abi. Na, beiß an. Und dann ist es wieder nur so ein grüner Fisch. Geil. Sonnenschuppe Nummer 2. Na? Hallo? Wieder eine Krabbi. Irgendwann muss der Teich ja auch leer sein, wenn ich nicht in die falsche Richtung werfen würde. Nicht so erfolgreich. Ach ja, so ein Tag am See. Kann man mal machen, wenn man hier gleich noch planschen gehen könnte. Irgendwo schön auf die Wiese legen, bisschen sonnen. Das hätte schon was. Auch wieder nicht. Was ist da los? Ach so, nee, so weit geht's ja gar nicht. Oh, das ist zu kurz. Da gehe ich jetzt aber mal auf den Steg. Komm, da war ich noch nicht drauf. Sonnenschuppe Nummer 3. Aber da war doch noch irgendwas, was ich noch brauche. Was war denn das? Ich habe noch nicht alles. Der frühe Vogel fängt den Wurm. So sieht's aus. Eine Sonnenschuppe. Tatsächlich brauche ich nämlich 4. Und einen, weiß ich nicht, was das sein soll. Wieder ein Pfeilfisch. Die sehen lustig aus. Ach, da war die Angel zu kurz. Wieso ist denn die jetzt schon wieder zu kurz? Das reicht nicht. Da ist auch nichts. Ich
Ich angel jetzt mal nur in den tieferen Gebieten. Nee, da gibt's auch eine Krabi. Ich habe jetzt echt drauf spekuliert, dass da halt die größeren, besonderen Fische kommen. Aber wenn Krabi da auch kommt... Ah, hier. Die Sonnenschuppe ist schon mal da. Ist hier noch ein tiefes? Nicht auf der Seite. Nee. Wieder ein Standardfisch. Wahrscheinlich gibt es schon irgendwie Unterschiede hier bei den Bereichen. Ich kann mir das schon vorstellen. Also einfach, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass da jeweils irgendwas kommt. Aber jetzt ist in den ganz dunklen Bereichen nichts. Muss ich die mittleren erstmal leer fischen. Nee, Standardfisch. Das sind wirklich nur die ganz kleinen. Ich brauche was im tiefen Wasser. Oh, da ist wieder was aufgeploppt. Gucken, ob ich das erreiche hier vom Wasser aus. Das ist so ein grüner. Davon habe ich genug. Nichts weiter. Oh doch, unten ist wieder einer aufgeploppt. Aber der Pfeilfisch ist auch in dem mittleren Gewässer. Hm. Ja, vielleicht wirklich die Wahrscheinlichkeit, wie oft da was auftauchen kann. Der Grüne auch. Vielleicht gibt es auch einfach keine Wahrscheinlichkeit. Und das ist alles nur Zufall. Na, das reicht nicht. Mann, ich brauche doch nur noch einen von diesen orangefarbenen Fischen. Oder gelb war das, glaube ich. Nee. Falsche Farbe. Jetzt habe ich aber auch wirklich Pech. Aber im ganz tiefen Wasser ist gar nicht so oft was. Krabi? Nee. Wann gibt's denn hier wieder was da drüben? Da komme ich, glaube ich, gar nicht. Wobei doch, das habe ich hier vorne auch von der Kante aus gemacht. Das kann Lilly. Na, dann ist jetzt ein blauer Fisch da drin. Boah, jetzt meint das Schicksal es überhaupt nicht gut mit mir. Ich brauche doch nur noch einen Fisch. Gib mir den Fisch. Ich möchte es abgeben. Ich bin doch schon in dem Gebiet. Dann habe ich das erledigt. Nee, das war nicht der richtige Fisch. Mist. Oh. Nee, das ist er auch nicht. Kommt, jetzt. Wie schwer kann es denn sein? Hm. Auch nicht. Ich würde ja einen anderen Köder nehmen, aber da ist nichts. Da gibt's nichts. Mann. Auch nicht. Jetzt habe ich schon 10 von den grünen Fischen.
Ich hoffe, die wollte der eine... War das ein Typ? Für seine Sammlung haben? Oder nee, das war irgendeine Bewohnerin, ne? Oh, hier! Der vierte. Meine Güte, jetzt reicht's aber auch. Guck mal. Glück gehabt? Ja. Was kriege ich dafür jetzt? Was ist das? Was ist das für ein Trank? Zeitlupe! Moment. Ihr Lieben, ein Zeitlupentrank. Würde der wirklich jetzt dafür sorgen, dass alles in der Umwelt langsamer läuft, dann kann ich dieses Rätsel lösen in der Höhle. Aber möchte ich da den Trank jetzt einfach opfern? Also opfern vor allen Dingen. Ausgeben? Ich war früher auch eine Anglerin, aber dann habe ich einen Haken ins Knie bekommen. Ah ja. Ah, guck mal. Ich würde 5 Edelsteine kriegen, wenn ich nochmal irgendwie von diesen Sonnenschuppen welche hole. Boah, also ich gehe jetzt noch nicht wieder zur Höhle, weil ich einfach mit diesem Zeitlupentrank noch nicht was anstellen will. Wenn ich das Rezept dafür hätte, würde ich den wahrscheinlich nutzen. Aber aktuell habe ich es nicht.